Moin Leute, da bin ich wieder. Vodafone hat heute ein paar neue Tarife vorgestellt. Das ist einmal, haben auch viele Medien heute darüber berichtet, das ist einmal der Keuer Classic für 0 Euro. Wenn man mit ins Internet geht, kostet das 3 Cent pro MB. Datenpakete kann man flexibel zubuchen und 9 Cent pro Minute SMS im EU-Ausland, bla bla bla. Aber dieser Tarif ist eigentlich, wow. Ob man den braucht, weiß ich nicht. Dann gibt es einmal den Keuer Annet Flat S mit 3 GB, hat SMS Flat. Man kann mit denen unbegrenzt telefonieren und SMS schreiben. Im In- und Aus im Inland und im EU-Ausland kostet 9,99 €. Dann einmal der Keuer Annet Flat M für 15 Euro, hat 6 GB Datenvolumen, hat eine SMS Flat. Man kann mit denen unbegrenzt telefonieren im EU-Inland und im EU-Ausland. Und einmal der Keuer Allnet Flat L für 20 Euro, hat 9 GB Datenvolumen, hat eine Sprachflat, also man kann mit denen kostenlos telefonieren, SMS schreiben im EU-Inland und im EU-Ausland. Und genau. Und der Keuer Black hat ein unbegrenzt Internet, der kostet 79,99 €, was natürlich meiner Meinung nach auch sehr, sehr teuer ist. Und der hatte früher 50 GB Datenvolumen und der hat jetzt unbegrenzt Internet. Der hat jo, eine SMS-Flat, kann man unbegrenzt telefonieren im Inland und im EU-Ausland. Und genau, diese Tarife sind wie immer flexibel, ohne Vertragsbindung, haben eine Geschwindigkeit von 500 Mbits, was ich ein bisschen widersprechen muss. Die haben zum größten Teil, ja, kommt immer darauf an, wo man ist. In der Stadt hat man eigentlich den besten Empfang. Das kommt immer darauf an, wo man, in welchem Ort man ist. Hat EU-Roaming, Zusatzsurfen, Simsen und Telefonieren. Und, ja. Und genau, das sind die neuen Vodafone-Tarife, die Vodafone heute vorgestellt hat. Da haben ja auch mehrere Medien auch darüber berichtet. Und ja, da haben auf jeden Fall sehr viele darüber berichtet. Wenn ich jetzt mal hier bei Google eingebe, Vodafone, kann ich euch ganz kurz mal euch mal zeigen. Ich weiß es aber allerdings nicht, was mit Keuer Digital ist. Der für 20 Euro mit 15 GB Datenvolumen. Vodafone Konter Telekom, umfangreiches Upgrade der Prepaid-Tarife, hat INSEAD digital berichtet. Und ja, mehrere Briten mit Netzwelt hat schon, aber Netzwelt hat berichtet, dass es jetzt eine für 12,99 € 38 GB, ist natürlich auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, Kasich Block hat darüber berichtet, ah, der Keuer Digital soll bleiben. Guck einer mal an. Das wäre dann quasi der hier. Also der kostet eigentlich 20 Euro und hat 15 GB Datenvolumen. Da müsste man mal bei Vodafone mal ein bisschen nachhaken. Mal gucken, ob der Tarif bleibt. Das weiß ich allerdings nicht. Der Keuer Digital. Computerbild hat darüber berichtet, also es haben auf jeden Fall schon sehr viele darüber berichtet, dass es neue Prepaid-Tarife gibt bei Vodafone. Genau, das sind die neuen Tarife. Und ich sag mal so, es ist kein großer Wurf, ne? Sagen wir es mal so. Der könnte zum Beispiel auch ein bisschen günstiger, den gibt es bei O2 für 60 Euro, ne? Bei Telekom kostet er zum Beispiel 100 Euro, das ist immer noch sehr, sehr teuer. Aber im Mobilfunkmarkt ist auf jeden Fall Bewegung im Spiel, also ist auf jeden Fall Bewegung da drin. Bei Vodafone, bei der Telekom, nein, die haben jetzt alle, die peppen jetzt alle ihre Tarife ein bisschen auf. Da habe ich auch schon ein Video darüber gemacht von Vodafone und genau so ist das. Und ja, das war's von mir. Und dann würde ich mal sagen, wenn es was Neues gibt, von der Telekom oder von Vodafone, werde ich euch darüber immer darüber berichten. Ich würde mal sagen, bis die Tage.